kann ich das? Kann ich das selber machen? Und habe ich noch das Know-how letztlich, für das richtig zu machen? Aktien selber anlegen, anstatt das einer Bank geben. So, die Situation ist so, wenn du Aktien auswählst an der Börse, dann tust du ja nicht etwas zusätzlich generieren. Gibt ja nicht einen oder wenn ein Banker für dich eine Aktie auswählt, kann er auch nicht dir eine zusätzliche Rendite geben. Er kann nur von der Rendite, die es auf dem Markt schon gibt, oder kann er eigentlich etwas wegnehmen. Also, wenn du den Schnitt anschaust, den Durchschnitt, oder, sind all die, die selbstständig anlegen, besser als alle, die professionell anlegen, weil beide haben die gleiche Rendite, aber bei den Banken muss man noch ihre Kosten abziehen. Die sind heute sehr hoch. Mhm. Banken haben sehr hohe Kosten. Die können nicht mal so viel dafür, oder? Aber sie haben einfach heute Kosten, die die Regulatorien ihnen aufoktroyieren. Und es kommt dann auch dazu, dass auch Kunden anspruchsvoller geworden sind und man muss sie intensiver betreuen. Und all diese Kosten muss man eigentlich bei einem professionellen Vermögensverwalter abziehen, ohne dass man eigentlich kann eine neue, eine zusätzliche Rendite erwirtschaften. Mhm. Oder? Also du kannst einen Patienten heilen, oder? Du kannst einen zusätzlichen Beitrag als Professioneller leisten. Mhm. Aber wenn es nur darum geht, Aktien auszuwählen, kann man das eigentlich nicht im Durchschnitt. Jetzt natürlich gibt es ein paar, die ja, speziell gut sind. Genau. Mhm. Und da ist es leider fast nicht möglich zu unterscheiden zwischen denen, die einfach Glück haben, und denen, die wirklich gut sind. Also das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Oder? Wenn du sagst, du zahlst im Grunde genommen nebst den Gebühren, oder natürlich musst du zahlen, weil wenn jemand Arbeit leistet, ist es so ironisch, dass er in dem Sinn Kosten generiert, zahlst du vor allem auch, dass du weniger Schwankungen hast und dich weniger unwohl fühlst beim Anlegen mit Aktien. Und dann kannst du sicher sein, dass am Schluss weniger übrig bleibt. Genau, also das, so sehe ich es eigentlich. Das leuchtet mir ein. Also wir haben den Markt, eine bestimmte Rendite, und die wird nicht grösser, wenn es Profi anlegt, als wenn es Private anlegt, Laien quasi. Also ist der einzige Unterschied eigentlich bei den Profis grundsätzlich, dass es dich mehr kostet, dass du weniger Rendite hast. Oder? Und dass es theoretisch kann ein gewisses Gefühl von Sicherheit, geben. Genau, von Sicherheit. Wobei das offenbar ja nicht unbedingt eine richtige Sicherheit ist, sondern ein Gefühl. Für das bist du jetzt leider noch ein bisschen jung. Also die Leute in meinem Alter, oder mit 50, oder, die jetzt 20 Jahre älter sind als du, fast, die haben einfach schon oft Erfahrungen gemacht, wirklich real Erfahrungen gemacht, dass es eben nicht möglich ist, dass die Banken das auch besser machen können. Und dass das Sicherheitsgefühl ihnen schlussendlich auf eine viel tiefere Rendite gibt. Und dass sie am Schluss aufwachen und sagen, ja, aber hey, jetzt habe ich das Geld so lange angelegt und wir haben irgendwie ein paar Prozent verdient, oder? Und das ist, weil halt einfach der Prozess, der Anlageprozess über die professionellen Institutionen unglaublich viel kostet. Und kompliziert offenbar ist auch für die Professionellen. Und das ist mal ein grosser Unterschied, oder? Das heisst, du hast einen riesen Vorteil, wenn du es selber machst. Ich kann es noch nicht beantworten, ob du es kannst.